in einem Freizeitheim in Hannover stehen, unten, wo auch die Bibliothek ist. Dort sind 16 Computer eingebaut und das nennt sich Lernoase oder Lernzentrum Hannover. Ja, was machen wir da? Wir haben eine Moodle-Plattform, wo wir sehr viele Sprachschulungen anbieten. Hier sieht man eben einen Word-Kurs in Englisch, in Französisch, Deutsch, aber wir haben den auch in Chinesisch. Hier sieht man mal Teilnehmer dabei. Der rote Tisch, das ist da, wo eigentlich mein Arbeitsplatz ist. Und die Teilnehmer sind hier gerade dort. Und wir haben verschiedene Aktivitäten. Sprachcafés haben wir dreimal in der Woche. Russisch, Spanisch und Englisches Sprachcafé, wo Muttersprachler und Deutsche gemeinsam lernen. Und dann haben wir ein Projekt hier, Schüler, Schulen, Senioren. Eine 7. Klasse stellt älteren Menschen Computer, Smartphones und so weiter vor. Auch ein sehr interessantes Projekt zum sozialen Lernen. Hier ist ein Beispiel unseres Deutschkurses, Deutsch als Fremdsprache für Mütter mit Kinderbetreuung. Da kommen die Betreuerinnen aus dem Kindergarten in unserem Freizeitheim mit den Müttern, zumeist türkische Mütter. Und die lernen einmal in der Woche mit Gegenständen. Hier haben sie einen Koffer ausgepackt und dann dort die verschiedenen Gegenstände in dem Koffer benannt, dort die Wörter hingelegt und dann kommen auch noch die Artikel dazu. Und sie kommen aber einmal die Woche auch zu uns in das Lernzentrum und lernen da. Wir bieten auch Programmierkurse an. Hier gerade mit Lego Mindstorms haben wir gearbeitet. Gut, ich möchte heute drei Plattformen vorstellen. Zwei nur mit Screenshots, die sich alle mit Sprachenlernen über Videos beschäftigen. Klassische Plattform ist Tell Me More. Früher war das Sprachlernen auf CD-ROMs. Deshalb haben sie auch schon einen viele Bereiche, also auch viele Lernsprachen, also Chinesisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch. Sie haben eine sehr große Sprachauswahl. Und in der Sprache kann man logischerweise auch immer die Plattform einstellen. Sie haben sehr viele Videoressourcen und man sieht hier, dass man erstmal einen Test machen kann und dann die einzelnen Videoeinheiten dauern 2 Stunden oder, also es ist wahnsinnig viel Material dort. Hier zum Beispiel Übersicht über Lektionen, sich vorstellen, Anrufe annehmen. Das ist eine Lerneinheit, die auch nur mit kleinen Videos ist, über Beruf, also für Anfänger. Ja, eine zweite Plattform, die ich sehr interessant finde, ist, hier hat sich was überlagert, ist Papagei.com. Das ist eine neuere Plattform aus Hannover auch noch. Die haben viele Videos lizenziert, ganz viel von der BBC, aber auch sonst eingekauft. Und hier seht ihr ein Beispiel aus einer Einheit zur Arbeitsplatzgestaltung. Hier geht es um Telefon und wie man seinen Arbeitsplatz einrichtet. Und wir haben hier Deutsch und Englisch, also zweisprachige Untertitel. Man kann also das Video wahlweise sich dann in Englisch oder mit deutschen Untertiteln anschauen und hat ja auch so Markierungen, wo man sich einzelne Sätze immer wieder anhören kann, um einzelne Sätze oder auch Wörter zu lernen. Und ganz fantastisch, wenn man in die Untertitel reingeht, hier ist jetzt das Wort Arbeit markiert, kommt man zu einem Wörterbuch. In diesem Fall ein Wörterbuch von Pons, wo jetzt Arbeiten erklärt ist, das Wort. Und man kann das dann auch in sein Wörterbuch übernehmen und damit weiterarbeiten. Also zu beiden Plattformen muss allerdings gesagt werden, die sind kostenpflichtig. Tell Me More ist sehr hochpreisig. Wir haben als städtische Einrichtung Sonderpreise für 100 Lizenzen. Aber wenn man das privat haben will, ist man doch mit 49 € im Monat dabei. Hier dieses Papagei TV, Papagei.com ist sehr flexibel. Da gibt es schon Angebote ab 19 € im Monat, die man dann für 3 Monate hat. Also da kann man auch mit mehreren, wenn man eine Gruppe hat, das benutzen. Ja, Papagei.com hat auch Trainingseinheiten, wo das Headset benutzt wird, indem man Sprachteile hört und nachspricht und aufnimmt. Also ein
Trainieren von einzelnen Wörtern oder einzelnen Sätzen, die man vorher gesehen hat. Ja, hier ist ein Beispiel Deutsch im Beruf. Das Gute an Papagei TV, wenn man jetzt Zertifikate bekommt, die arbeiten halt auch mit Schulbuchverlagen zusammen und dort gibt es sogar eine Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben. Also wer das unbedingt braucht für eine Berufsausbildung, der sollte sich das mal näher anschauen. Und Sie können sehr stark natürlich, Sie haben teilweise sogar Spielfilme in mehreren Sprachen. Also die setzen sehr auf dieses Filmen und Lernen mit Video. Ja, mein Hauptaugenmerk will ich legen auf die wunderbare Plattform. Ach so, jetzt, damit es nicht zu langweilig ist, möchte ich mal euch fragen, was für Plattform ihr benutzt. Ja, ich habe jetzt hier mal eine Auswahl und möchte bitte von euch wissen, welche Plattformen ihr benutzt zum Sprachenlernen. Aber man kann schreiben hier in dieser Zeile, ja? Wo das steht, geben Sie Ihr Wort Ja. hier ein, bitte schreibt. Erscheinen jetzt auch schon die Ergebnisse oder muss ich noch auf Ergebnisse veröffentlichen gehen? Ich sehe schon. Und die anderen? Ja? Sehen die anderen das auch? Ah, Edmodo, das finde ich ja toll. Das habe ich auch sehr viel benutzt in meinen Migrantenkursen. Ja, Rosetta Stone ist ja auch schon länger dabei. Sprachcafé, da gibt es eine, die so heißt, kenne ich gar nicht. Interessant. Halabea. Ja, das ist ja toll. Ja, habt ihr vielleicht bis jetzt auch Fragen gehabt, bevor wir näher einsteigen in das Ich will Deutsch lernen, also in das Portal, mit dem wir heute auch arbeiten wollen, wo ich ja auch Demo-Accounts zur Verfügung gestellt hatte. Ah, wie geht's German? Kommt da noch aus Brasilien? Sehr schön. Ja, gibt es noch Fragen zu den Plattformen bisher? Hat niemand die Hand gehoben bisher oder was geschrieben? Nein, einfach die Fragen werden geschrieben unten, wenn wir haben. Aber ich denke, dass noch nicht viele diesen Link getestet haben. Dann bitte erzähle und wir werden mitmachen. Alles klar, gut. Dann können wir halt zu meiner Lieblingsplattform kommen. Die ist vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelt. Von demselben Team, vielleicht kennt ihr, wer schon länger dabei ist, das Portal Ich will lernen. Dort ist sozusagen Deutsch, Mathe, Mathematik und auch noch andere Fächer für die Schule aufbereitet worden. Und hier ist es halt für Deutsch als Fremdsprache. Mit sehr vielen Fördermitteln ist es gemacht worden. Das Interessante dabei ist, die wollten anfangs einige mit der Filmhochschule München zusammen einige Szenen mit Migranten drehen und die als Grundlage für die Übungen nehmen. Das hat sich aber total verselbstständigt und es ist ein richtiger Film herausgekommen. Also Geschichten aus dem Alltag von einer griechischen Familie, der Kioskbesitzer ist, von der dänischen Studentin Inga und ihren Freunden und so weiter, die in Deutschland leben, teilweise ihre Arbeit verlieren, sich verlieben. Und seltsamerweise, da war noch nicht die Griechenlandkrise, ist es ausgerechnet der Grieche, der dann einen Deutschen, dessen Kiosk pleite geht, rettet, indem der mit ihm zusammen einen Café aufbaut. Da gibt es 45 Episoden in einer Websoap und die sind immer die Grundlagen für Lektionen und ziehen sich durch wie ein roter Faden durch das Portal. Ja, wir schauen uns gleich die Lektion 10 genauer an.
und gehen aber vorher, glücklicherweise brauchen wir uns dazu jetzt noch nicht einzuloggen. Wir schauen gleich erstmal das Video und es gibt einen YouTube-Kanal, Ich will Deutsch lernen. Da sind alle 45 Folgen versammelt und eben auch diese Folge 10, die wir uns anschauen, haben Sie Ihren Ausweis dabei. Aber dies ist so eine typische Konfrontation mit der deutschen Bürokratie. So, und jetzt zeige ich zunächst mal hier in den Slides, was daraus gemacht wurde in Lektion 10, die wir uns dann bitte gleich auch auf der Lernplattform anschauen. Also, es gibt jetzt hier verschiedene Lerntypen. Also, was passt? Ordnen Sie die Begriffe den Sätzen zu. Zulassungsstelle, Standesamt, Kindergeldstelle und so weiter. Da sind also verschiedene Bereiche und man muss sozusagen die Sachen jetzt eine Zuordnungsaufgabe. Dann gibt es eine Orientierung im Bürgerbüro, also so Art als Schulung, was man alles im Bürgerbüro macht. Und dann werden Fragen dazu gestellt, Multiple Choice. Sven hat eine Wohnung und meldet sich, richtig oder falsch. Sie wollen heiraten und ist es richtig oder falsch? Also verschiedene Sachen, die jetzt schon ziemlich gut abfragen. Wir sind jetzt hier im Niveau A1, Lektion 10, aber es sind schon einige Lektionen vorher gewesen, ob das alles verstanden wurde von diesem Video her. So, und jetzt Sätze lesen und in, die Bilder in richtiger Reihenfolge sortieren, sind also auch einfache Aufgaben dabei. Was kommt erst? Erst die Fragen, dann das Nummern ziehen und dann warten Sie bis zum Anruf der Nummer. Ja, und dann gibt es hier noch eine Auswahl. Erklären Sie einem Freund, was er tun muss. Wählen Sie die richtige Imperativform aus. Also es sind auch immer selbst die grammatischen Übungen sind jetzt hier mit eingebaut. Also ne, das werden wir gleich sehen, was daraus gemacht ist, wenn wir uns, wenn alle auf diese Lektion gehen. Ja, und das ist die Lektion im Bürgerbüro. Gut, jetzt geht es ja darum, dass alle sich die Datei öffnen, die auf der Facebook, ach, die hätten wir hier auch noch mal teilen können, Nadja, ne? Das haben wir nicht gemacht, die hätten wir hier noch mal hochladen können, dass alle jetzt ihre Logins haben. Ah, die ist hier schon. Ah, Nadja, du bist großartig, hast dann alles gedacht. Hier kommt jetzt eben die Datei zum Herunterladen, wo jetzt für alle, vielleicht müssen wir ein bisschen abstimmen, wenn ich habe alle 20 genommen, die sich angemeldet haben, da wird jetzt wahrscheinlich die eine oder der andere nicht dabei sein. Da müssen wir vielleicht hier noch kurz überlegen, wer dann einen anderen Account nimmt. Bei den Accounts werdet ihr sehen, es gibt Schüler-Accounts und Tutoren-Accounts. Das bitte nicht durcheinander bringen. Jetzt, wenn wir die Lernplattform machen wollen, die Aufgaben, nehmen wir die Schüler-Accounts, also den zweiten Account. Da steht immer die E-Mail und das Passwort und dahinter der Name. Ja, die Übungen auf der Plattform, hier ist eine Frage zu A1 von Marike, oder, das fängt schon bei, fängt auch sozusagen noch unter A1 an. Also nicht, dass man damit jetzt Alphabetisierungskurse machen könnte, aber die Buchstaben werden vorgestellt, die werden auf eine Tafel geschrieben, man beschäftigt sich mit einzelnen Buchstaben und einzelnen Wörtern. Also das ist auch noch unter, es ist, man sagt immer fast von Alphabetisierung und dann bis B1 und dann gibt es noch einen Bereich, der sehr viel in B2 und darüber liegt, das ist hauptsächlich auf Beruf bezogen. Achso, meine Kamera, ja, meine Kamera schalte ich an, alles klar. So, da bin ich wieder. Du hast deine Kamera ja nicht freigeschaltet. Ah, okay, ich sehe mich, das heißt aber noch nicht, alles klar, die Freigabe starten.
Und jetzt erst seht ihr mich, okay? Ja. Alles Ja. klar. Also Melanie kann sich nicht einloggen. Wie funktioniert das? Soll ich es mal zeigen? Ja, machen wir das so, dass du das zeigst. Genau. Wir zeigen jetzt meinen Bildschirmfreigabe. Und du gehst jetzt als Lerner Bildschirmfreigabe und auf die Plattform. Genau. Noch einmal. So, ah ja, jetzt war wieder das. Okay, mein Bildschirm freigeben. Mein Und dann muss ich eben Desktop machen. Okay. Ja. Genau. Und jetzt bin ich in ich will Deutsch. Deine Seite. Genau. Genau, ich logge mich erstmal aus, weil so, ja, wenn ihr auf die Seite kommt, ich will deutschlernen.de, dann ist das Login. Man kann sich auch hier schon per Sound was anhören. Das ist alles auch mit Sprachausgabe schon. Und hier müsst ihr jetzt aus der Tabelle die entsprechende E-Mail, die da steht, mit dem entsprechenden Passwort zu eurem Namen eingeben. Ja? Und dann kommt ihr zu der Plattform. Was ist denn das Problem bei, ich gehe mal eben, oh, Entschuldigung, eben mal zurück. Gemacht, funktioniert nicht. Ah, Umlaut darf nicht vorkommen. In der Mail und auch im Passwort kommt kein Umlaut vor. Nicht euren Namen eingeben, sondern die E-Mail und das Passwort. Die heißen irgendwie Lerner 0102. Also da sind gar keine Umlaute dabei. Achso, Marike fragt, Nadja, hast du einen Überblick, wer von den 20 nicht dabei ist? Welchen Account Marike nehmen kann? Ja, ich muss das jetzt wieder diese Datei öffnen und wir haben, also Melanie ist hier, Monika Wiesler, nimm bitte Monika Wiesler, wer noch? Marike nimmt und Ingeborg braucht auch noch einen aus Italien. Dann Ingeborg, du nimmst Orsi Tanar, die ist nicht da, Orsi Tanar, wer noch? Und Monika braucht auch noch einen? Monika, die andere aus Ungarn, nimmt dann bitte von Mohamed Ukas. Mohamed, ja, Monika? Okay. Gernot? Safronova, Irina? Irina Safronova nimmt von Nadja Balabust. Sie ist nicht da. Irina Safronova nimmt von Nadja Balabust. Wer noch? Marika hat es nicht verstanden. Vielleicht nochmal den Namen schreiben, welchen sie nehmen soll. Marika, du bist das nicht registriert, ja? Du öffnest ja, bitte diese Datei und nimmst einfach den Namen Fabian Schlatterer. Marika nimmt den Namen Fabian, das ist unten. Utkan, du kannst auch probieren bei, wer ist noch nicht da? Aha, Deutsches Haus. Utkan, Deutsches Haus. Sind alle versorgt? Super, dann gehe ich nochmal zur Plattform und zeige ein bisschen, wie man sich dort orientiert. Also ich logge mich auch mal ein mit meinem Schüler-Account. Du möchtest wieder Bildschirm zeigen, richtig? Ah, okay, ja. Okay, gut. Dann müssen wir dazu kommen und ich ziehe die Datei und du zeigst uns, wie wir da hinkommen und so ein bisschen die Grundoberfläche. Haben alle willkommen. Jetzt klickst du bitte. Ja. Okay. Ja. Und du zeigst, wie du gekommen bist. Mhm. So, wenn man, man hat, die Oberfläche ist so eine Art Labyrinth. Das startet mit A1 und ABC. Sie können nicht gut lesen und schreiben und nur wenig Deutsch. Das ist für Anfänger. Dann hier in A1. Hier geht es zu A2 und dann gibt es noch einen Bereich B1, wo es um, ne, wo halt auch wieder 15 Lektionen sind und hier eine berufliche Sache mit 30 Szenarios, das ist B2 sozusagen. Wir gehen in A1.
Das gibt es 15 Lektionen. Wir gehen in A1. Ja, und das startet hier vorne mit einer Szene von der Lehrerin in der Schule mit guten Tag sagen und geht dann immer so weiter. Und dann haben wir hier die Lektion 10, um die es jetzt geht. Das Video haben wir uns schon angeschaut, deshalb brauchen wir hier auf das Video nicht zu gehen, sondern wir gehen auf Lektion 10, Kapitel 1 im Bürgerbüro. Und das ist auch dieser Screenshot, den ich vorhin gezeigt habe. Dann kommt ihr, ne, oben steht es nochmal, Übung A1 10.1.1 im Bürgerbüro, das ist nur die Startseite. Und dann geht es weiter zur nächsten Übung. Ah, ich bin hier zu weit gesprungen. Dann soll es eigentlich zu 1.1.2 gehen. Ich weiß nicht, warum ich gleich zu 5 gekommen bin. Also, okay. Wohin gehen die Personen? Ergänzen sie die Zimmernummern. Einen neuen Pass bekomme ich im Zimmer. Hier oben ist so eine Tabelle, wo ihr euch das dann einfügen könnt. Ich bin neu in der Stadt, ich kann mich im Service Center melden. Wir wollen heiraten. In welches Zimmer müssen Sie gehen? Also tragt bitte die Zahlen ein. Wenn man weitermacht und nichts einträgt, dann kommt eine Fehlermeldung. Ich schaue mal eben wieder auf die Plattform, dass ich sehe, ob ihr drin seid, ob es noch Fragen gab. Ich kann den Lernbereich nicht finden. Ah, bei mir steht, dass die Mailadresse. Ich würde vorschlagen, zeige bitte. Nein, es ist alles gültig, nur muss man richtig eintragen. Zeige bitte, wie du gekommen bist. Wahrscheinlich haben Sie das nicht verstanden. Ah, okay, dann gehe ich nochmal zurück. Ne? Ich melde mich nochmal ab. Dann haben wir das Login. Die E-Mail ein, also die dort in der Tabelle steht. Da müsst ihr sehen, dass ihr alle Buchstaben erwischt und nicht hinten irgendwas fehlt oder vorne irgendwas tun muss. Wähle die richtige Imperativform aus. Ich bin schon wieder bei 5 gelandet, sorry. Keine Ahnung, ich gehe mal zurück, weil das ist die letzte Übung. Also ich gehe nochmal zu 1.1. So, die erste ist, wohin gehen die Personen? Einen neuen Pass bekommt man in. Ich gucke mal eben, Ausweisdokumente, ich schätze mal Zimmer, dass das ist. So, sie heiraten, das ist im Standesamt. So, Kind bekommen, Kindergeld. Und dann Autoanmeldung ist 110. Aber ich mache mal eins falsch, ja, damit man sieht, was dann ist. Jetzt sind die drei, die vier sind richtig markiert. Hier ist es noch falsch. Und wenn man raufgeht, 111 ist nicht richtig, richtig ist 110. Dann wird einem auch die richtige Sache angeboten. Und erst dann kann ich weitergehen. Was passt? Ordnen Sie die Begriffe den Sätzen zu. Ja, jetzt ist es eine reine Geschichte. Also ich möchte mein Auto anmelden. Dazu passt die Zulassungsstelle. Ich möchte Kindergeld beantragen. Das mache ich bei der Kindergeldstelle. Ich suche einen Job. Gehe ich zur Agentur für Arbeit. Ich möchte heiraten am Standesamt und einen neuen Pass bekomme ich dort. Das war nicht schlecht. So. Jetzt kommt das nächste. Es gibt einige Lerntypen. Jetzt ist mal ein kleiner Test noch, was man im Service Center bekommt. Allgemeine Informationen, Standesamt. Ich mache jetzt mal, ohne zu gucken, ganz wild, um dann zu gucken, was richtig und was falsch ist. Okay, und hier wird wieder, falsch ist leider nicht richtig. Da werden die richtigen Antworten gezeigt. Und dann kommt schon, was ist die richtige Reihenfolge? Fragen Sie am Informationsschalter, ziehen Sie eine Nummer. So, ziehen Sie eine Nummer. Muss ich eben mal gucken, wie man das macht. Fragen Sie, achso, eine Nummer, also eine Nummer ziehen. So vielleicht. Habe ich es richtig gemacht? Nein, das ist falsch. Okay. Habe ich die falsche Reihenfolge gewählt. So,
Jetzt kommt die Grammatikübung, ja, orientierend auf dem Amt. Wie erklären Sie einem Freund, was er tun muss? Wählen Sie die richtige Imperativform aus. Ne? Du fragst, frag du, frag am Informationsschalter. Ne? Umgangssprachlich hört sich ja einiges andere richtig an. Fragst du, wird manchmal auch gesagt, aber frag am Informationsschalter. Du ziehst, zieh, ziehst du, zieh eine Nummer, Imperativ mit Ausrufezeichen, und warte bis zum Aufruf der Nummer. Ja, also in einem deutschen Amt geht es richtig mit Imperativ zu. Okay, jetzt haben wir die Übungen dieser Lektion gemacht und am Ende kommt eine, also interessante Frage. Wenn ich jetzt alle vier durch hätte, ich gehe mal zum zur letzten Übung, springe dort ein bisschen, weil es insgesamt gibt es da etliche Übungen. Da seht ihr nochmal, dass es auch so visuelle Geschichten gibt, dass man hier auch Sachen zuordnen kann. Sehr viele Zuordnungsübungen, also man muss nicht immer schreiben. Dann gibt es auch Hören die Wörter und das richtige Verb anklicken, also Spiel starten, also sehr viele spielerische Sachen gibt es dort auch. Dann gibt es, schreibe so viele Wörter zum Thema Ämter und Behörden, wie Sie kennen, also ein Mindmap, ne, kann man ein neues Wort schreiben und dann ne, das dorthin platzieren. Und hier gibt es auch noch Bilder, Memories, was man machen kann. Und am Ende, das wollte ich jetzt eben zeigen, ah, war hier nicht, schade. Ende kommt einfach, wenn man alles gemacht hat, kann man die ganzen Wörter, die man durchgenommen hat, kann man zu seinem Wortschatz hinzufügen. Also es ist nicht nur so, dass man die Übungen durchspielt, sondern dass man alles, was in dem Bereich vorkam, sozusagen zu seinem Wortschatz hinzufügen kann. Man ahnt, ich will nur kurz zeigen, wie man Übungen dort suchen kann. Also hier haben wir Übungen. Wir können jetzt mal sagen, ich will Deutsch lernen A1. Dort wähle ich den Lernbereich. Ich will nur etwas, was mit Einkaufen zu tun hat. Und ich will nur, was mit Hören ist. Also für Anfänger, wo man noch nichts schreiben muss. Okay? Das sind jetzt alles die drei Sachen. Ja? Ich könnte auch Lesen nehmen. Jetzt sind es sozusagen fünfmal ungefähr 50 Übungen im Bereich A1 aus den verschiedensten Bereichen, die alle mit Einkaufen zu tun haben und wo man etwas hört. Ja? Essen Sie Brot? Ne? Da muss man sich auch wieder einen Film anschauen. Und dann sind Fragen dazu. Was möchte er? Nudeln, Thunfisch, Reis? Wo sind sie? Im Kiosk, im Supermarkt? Was kostet eine Dose Thunfisch? Und so weiter und so fort. Ja, aber ich kehre jetzt mal zurück und beende mal die Bildschirmpräsentation, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt das Ganze durcharbeiten. Das sollte ja nur ein kleiner Vorgeschmack sozusagen auf die Plattform sein. Bitte Video. So. Ja. Bitte Video. Ah ja, alles klar. Ja. Ja. Du kannst das vielleicht. Ich hoffe, dass es bei einigen jetzt doch geklappt hat und würde jetzt gern mit euch mal über eure Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt, wie ihr so bisher das Konzept findet, mich austauschen. Ihr habt ja alle verschiedene ausprobiert. Okay. Melanie fand es zu kompliziert mit den verschiedenen Seiten. Ja. Gebe ich zu, dass mit dem Einloggen, deshalb war ich auch froh, dass wir diese Demo-Accounts hatten und nicht jeder sich erst im Vorfeld einloggen musste.
Ja, das mit den Bildern wird gut gesehen. Also hier, Ingeborg, wenn du darfst nicht dieses Ad Electroni, du musst diese E-Mail von DVV nehmen, die dort steht, nicht deine. Ja, Marin sagt, man kann sich nicht so leicht zurechtfinden. Das ist meine Erfahrung auch. Deshalb arbeiten wir in der Lernoase, obwohl das ja eine Online-Plattform ist, arbeiten wir mindestens, naja, 5, 6 Mal zusammen, dass ich dort was zeige, gerade mit Menschen, die nicht so viel Erfahrung haben mit Computern, dass wir dort gemeinsam uns die Sachen anschauen, uns auch die Szenen angucken und dann versteht manche ja auch nicht und dann, ne, also das ist schon bei uns wichtig. Wir versuchen immer soziales Lernen zu machen. Also nicht einfach hier ist die Plattform lerne, sondern wie können wir das bei uns in der Lernoase, wo die Leute ja auch gern vorbeischauen, sozusagen im sozialen Bereich machen. Ah ja, und Barbara benutzt das schon. Ja, sie wundert sich auch, warum sie so wenig Klicks haben. Insgesamt gibt es bisher, obwohl es im Sommer gestartet ist, nur 5000 User. Also nur, ja, ich finde es nicht so viel, aber das ist wahr. Also es gibt noch nicht so viele, die die Plattform benutzen, was mich ein bisschen auch wundert. Gut, die Oberfläche ist ein bisschen altbacken vielleicht, wenn man jetzt neuere Lernplattformen kennt, aber das Material, was da drin ist, gerade mit den Filmen, ist grandios. Und ich will ja am Ende auch noch die Tutorenplattform kurz vorstellen, weil das kennen die meisten vielleicht nicht. Die kennen nur, dass man sich dort anmeldet, aber nicht, dass man dort auch Gruppen verwalten kann und Kommunikation mit den Lernern betreiben kann, was gerade für die, die online das machen und nicht immer präsent sind, natürlich wichtig ist. Genau, die Frage, es kostet eben nichts, ja. Die Plattform ist komplett kostenlos. Es ist leider nicht so, das finde ich sehr schade, dass das Material und die Videos richtig unter einer freien Lizenz stehen, also Creative Commons sind, das wie Wikipedia und andere Bereiche, also Open Educational Resources, das wäre dann super. Dann könnte man mit den Videos auch eigene Sachen machen oder die Sachen weiterentwickeln. Das steht da nicht ausdrücklich, aber ausdrücklich ist die Plattform frei, es kostet gar nichts. Es ist jetzt noch, die 2 Förderjahre sind vorbei, es sind immer noch kleine Fehler drin, das ist klar. Wir melden aber immer wieder an die Entwickler auch die Fehler, wenn mal ein Audio nicht läuft oder falsch ist, melden wir auch zurück. Und es gibt keine Schulungen mehr, da ist ihnen das Geld ausgegangen und sie wollen jetzt sehen, ob sie es bei welcher Behörde das sozusagen angesiedelt wird. Das ist insgesamt ein großes Team mit 10 festangestellten Leuten und etlichen Leuten, wie ihr euch vorstellt, die diese Übungen entwickelt haben. Man kann sogar auf der Tutoren-Plattform selbst einige Übungen noch zusätzlich selbst entwickeln. Aber es ist nicht so flexibel, wie man es kennt von modernen Plattformen wie learningapps.org, also die ihr auch schon besprochen habt. Das ist keine in dem Sinne Web 2.0-Plattform, wo die Kommunikation so im Zentrum steht. Aber ja, wir würden es auch gerne in unserer Moodle-Plattform einbinden, aber es ist halt immer eine externe Plattform, die man aufruft. Dafür stehen da alle Materialien zusammen. Vielleicht sollte man parallel ein anderes Forum dazu aufziehen, weil die internen Sachen verglichen jetzt mit Moodle oder Edmodo oder anderen Sachen nicht so flexibel sind. Ja, habt ihr noch spezielle Fragen, was ihr vielleicht noch sehen wollt auf der Plattform? Ups, Nadja schaltet weiter. Das sind nur meine, das sollte dann sind meine Abschiedsbilder, die wollte ich jetzt noch gar nicht zeigen. Ja. Wie Mikro? Ist mein Mikro zu nah oder was meintest du? Melanie, was hast du am Anfang anders verstanden?
Nein, nein. Das ist vielleicht verwirrend, weil ich habe anfangs Tell Me More und Papagei TV vorgestellt und die sind kostenpflichtig. Ursprünglich wollte ich die drei vergleichen hier, aber ich habe die anderen beiden nur hier erwähnt mit Screenshots und mich hier auf diese Plattform beschränkt, weil sie eben kostenlos ist und insofern die Benutzbarkeit für euch alle, egal in welchem Land, egal wie viel Geld ihr zur Verfügung habt, gewährleistet ist. Ja, zunächst habt ihr noch Fragen zu der Lerneroberfläche, sonst würde ich doch am Ende noch ein bisschen steckst im grünen Feld fest, in dem Labyrinth. Sonst würde ich am Ende noch mal zumindest die Tutorenplattform zeigen. Und dann am Ende habe ich auch noch einen Moodle-Kurs vorbereitet, wo ihr alle Informationen zu der Plattform, alle Videos, die einführen in die verschiedenen Bereiche, noch mal euch anschauen könnt. Grammatik erklärt wird. Ja, ich kann ja noch mal auf den Grammatikbereich gehen. Also ich würde noch mal kurz das, ich stoppe die, genau, ich mache noch mal Bildschirmfreigabe und zeige noch mal Grammatikübung. So, ich will Deutsch lernen. Ups. So, gehe zu Lernbereichen, Lernplan Übersicht. Ah, Quatsch. Übungen suchen und suche jetzt mal eben hier den Fokus nicht auf Hören, sondern auf Grammatik. Und in Grammatik können wir auswählen Verben, Pronomen und so weiter, oder wir können einfach nur auf Grammatik gehen. Moment, Grammatik, sagen wir mal Verben. Ja, da gibt es jetzt nicht mehr so viel. Aber zu Grammatik und Verben gibt es immerhin noch 20 Aufgaben im Bereich A1 zum Thema Einkaufen. Ja? Oder nehmen wir mal ein anderes, Gesundheit und Körper, damit wir nicht immer Einkaufen haben. Ja, und gehen mal hier in eine Sache rein. Grammatik, mir gefällt Eishockey. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Ergänzen Sie die richtigen Personalpronomen. Ja, mir, Ihnen, dir, Ihnen, mir, dir. Ja, der Film gefällt mir gut. Ja, also eine reine Zuordnungsaufgabe. Das passt zu mir. Ja, aber ich mache mal weiter, dass wir noch andere Aufgabentypen bei der Grammatik sehen. Ah ja, das war ganz einfach. Die Musik gefällt mir. Mein anderes Grammatikbeispiel. Ergänzen Sie die richtigen Personalpronomen. Wie gefällt Ihnen der Mantel? Ja, jetzt muss man richtig schon was reinschreiben. Er gefällt mir gut und so weiter. Okay, ich gehe noch mal hier weiter. Also da gibt es sehr viel. Wir können noch mal einen anderen Bereich. Grammatik. Präposition zum Beispiel. Okay, da gab es zu Gesundheit jetzt ausnahmsweise mal keins, aber zu Arbeit und Beruf ganz viele. Ja, mit Präpositionen. Früher war ich Tischler. Ja, also so kann man sich sehr gut das selbst zusammenstellen, wenn man sich jetzt hauptsächlich für bestimmte Sachen erzählt. Ne? Michaelis ist oder war bereits in Griechenland als Schreiner tätig. Ne? Er hat und so weiter. Gut, ich gehe mal zurück zur Plattform, um zu schauen. Ende mal die Freigabe. Ob man mit Skype den Schülern zusammen machen kann im Unterricht. Okay. Wie meinst du mit Skype, dass man parallel zu der Plattform skypt oder was stellst du dir vor? Marin? Ach so, du unterrichtest per Skype. Okay. Ja, per Skype ist natürlich auch schwierig mit.
Ладно, давай я напишу сегодня письмо, но я переодену, потому что я знаю. Подойдет. Мне тоже кажется. Потому что, мне кажется, подойдет. Не хочется такие деньги. Так, я еще раз посылаю тебе это приложение, оно будет греться. Сейчас Петалисия. И так, теперь приложить приложение. Аймадух, вот оно. Сколько оно? О, 3 мегабайта. Потому что я... Окей. Дай снова. Или попробовать простым письмом. Простым письмом заверением. Но это будет вот. Давай для Иринки. Дай мне адрес для Иринки. Я пошлю его. Но не надо за 60 евро это посылать. Да. Это ужасно дорого. Ну, конечно, если миллионный контракт, да, вот у людей, да, от этого зависит, то это понимаю, да, ведь? Ну, в общем... Сейчас, я отправляю тебе, ты посмотришь. Оно нормальное, хорошее. Я написала там на год, я же не знаю, как что писать. Я писала 12 июня 2014 года. Сколько я подписала? Мэр подписал. Хорошо. Так, это где у нас еще? Какой-то звук идет.